Ich empfinde viel für dieses Album, wahrscheinlich fast mit am meisten von allen Alben hier. Ich habe das wirklich tot gehört damals. Das Soundbild ist für mich unangefochten krass. Ist auch in meiner Top 3 Alligator-Tracks. Top 3 Alligator-Tracks wären für mich... Also, fangen wir an mit dem klassischen STRW 1. Ja, okay, STRW 1. Habe ich lange nicht mehr gehört. Ich habe ein paar Favoriten auf dem Album. Jetzt spontan fällt mir allerdings auch eine Dunkelwars ein. Das fand ich wirklich, wirklich nice. Es gibt auch Sachen, die einen ein bisschen abschrecken, dass es halt outdated ist von der Audioqualität und so und dass man vieles nicht ganz versteht. Aber ich finde, es hat eine Baseline für Alligator geschaffen. Ich würde aber auch sagen, ich kann dem STRW nicht ganz gerecht werden. Ja, mehr würde ich einfach noch nicht dazu geben. Ich müsste es mehr hören. Ich würde es aber auch nicht in die gehört packen, weil zum Beispiel, wie gesagt, Dunkel war's ist schon ein geiler Track, den ich sehr gerne rauf und runter gehört habe. STRW 3 hingegen hat ein paar von meinen Favorites. Also sowas wie Trostpreis ist hier drauf, was wirklich nice ist. Ein richtig, richtig guter Song. Ich mag zwar den Part von Timmy Hendrix, mag ich nicht so gerne. Der zweite Part ist nicht so nice. Aber die Hooks überragend geil. Auch die Skits auf dem Album, da hat er damals auch seine Dreiteiler gehabt. Auch der Tripper-Song und so, ich erinnere mich. Deswegen würde ich sagen, das ist mega. Mega, auf jeden Fall. Boah, in Gottes Namen, ich bin ehrlich, würde schon sagen so, das ist eins meiner Favorites von ihm. Es fängt halt schon damit an, dass es ein Konzeptalbum ist, was ich generell sehr feiere. Ich weiß nicht, ob ich es ganz auf Meisterwerk setzen würde, weil da vom Soundbild noch viele, viele unreine Dinge drauf sind. Aber zum Beispiel Mein Gott hat den längsten, ist einer meiner absoluten Lieblings-Alligator-Tracks. Den finde ich so stark, so wie die verschiedenen Religionen und diese Absolutes, die darstellen, wie die einfach gar nicht möglich sein können. Teufelskreis, ja, auch starker Track. Teufelskreis, auch sehr starker Track. Fand ich auch nice, war auch einer der ersten Tracks, die ich von Alligator gehört habe. Oh, doch, finde ich wirklich strong. Also in Gottes Namen, auch von der Struktur her. Es ist ein bisschen albern, es ist ein bisschen wacky, so, das könnte man dem vielleicht noch ankreiden. Aber sonst war das immer mein Alligator-Favorite. Wir packen es erstmal nach ganz oben. Ich empfinde viel für dieses Album, wahrscheinlich fast mit am meisten von allen Alben hier. Ich habe das wirklich tot gehört damals. Falls ich merke, dass sich da noch mehr rauskristallisiert, werde ich es vielleicht nochmal runterschieben. STRW 5, wir kommen in ein Dilemma. Wir kommen wirklich in ein Dilemma, weil ich glaube, die Kategorien reichen nicht ganz auch aus. Warte, wir müssen das nochmal ändern. Wir machen hieraus Basic und dann würde ich sagen, packen wir das einmal eins runter, das hier hin und das dahin. So, jetzt finde ich das schon ein bisschen ausgewogener. Okay, STRW 5 würde ich nämlich auch sagen, ist schon ein Mega-Album, oder? Also, wenn ihr mich fragt, bei STRW 5, ich glaube, ich kann mich an jedes Lied richtig gut erinnern. Wenn ich es einmal hören würde, wäre ich auch wieder voll drin. Ich war allein schon bei Ali Alligator, bei der ersten Single-Auskopplung, wo er da sitzt im Wasser und sagt, mach doch die Augen zu, benutz doch deine Fantasie. War ich schon unglaublich gehypt damals, als das rausgekommen ist. Wie zu Hause ist einer meiner Lieblings-Alligator-Tracks, der ist wirklich, also ich meine, das ist ja Musical, das ist wirklich unfassbar geil. Aber auch andere Tracks, ja, Problem mit Alkohol oder warte. Terrorangst, unfassbar starkes Ding. Würde ich für mich auf dieselbe Stufe stellen wie in Gottes Namen. Dann machen wir weiter. Rotz und Wasser. Rotz und Wasser würde ich auf Strong packen. Auch wenn es meinen absoluten Lieblings-Alligator-Track drauf hat. Nicht adoptiert ist mein Lieblingssong. Also das Beste, was ich jemals von Alligator gehört habe, finde ich. Aber... Da gibt es auch andere Tracks, die sagen mir nicht so zu. Dennoch gibt es darauf Tracks wie Unter Freunden oder Ich hänge fand ich auch geil. Und insgesamt wirklich starke Tracks. Aber andere Tracks haben mir dennoch ein bisschen mehr gefallen. Was haben wir jetzt hier? Guck mal, wir haben da schon wieder STRW 5. Ich kann es leider auf der Größe nicht erkennen. Wo ist der Unterschied jetzt zwischen dem STRW 5 und dem? Ist das irgendwie eine Special Edition oder so? Ach, das war die Deluxe-Variante. Okay, dann packe ich das aber mal ungefähr aufs selbe Level, weil da sind coole Songs drauf auf der Deluxe-Variante. Aber auch Dinger wie Petra und der Terrorist, die ich mir jetzt nicht mehr als einmal geben will, ehrlich gesagt. Ist es Attentat? Und ist da hinten, was ist das? Das nochmal Attentat oder? Ach Gott, Alter, ich kann es leider auf der Größe gar nicht erkennen. Aber da muss ich ehrlich sagen, das würde ich auf nie gehört packen. Da bin ich ein absoluter Banause, aber da kenne ich mich wirklich nicht aus. STRW 4 hingegen finde ich mega. Das ist zwar mehr so eine Art Tracksammlung von allem, was er gemacht hat in der Zeit, also weniger ein Album, was so als Ganzes erst rausgekommen ist und mehr als die ganzen Tracks da waren, aber da sind halt Sachen drauf, wie eben Der Barmherzigste, ganz vorne bei mir mit dabei, wirklich. Schade auch, dass Fahrerflucht
nur auf einem Trailer Park Album drauf ist und nicht auf einem Alligator Album, weil Fahrerflucht ist auch in meiner Top 3 Alligator Tracks. Wenn du es noch nicht gehört hast, unbedingt hören. Fahrerflucht ist unfassbar nice, wirklich unfassbar. Genau, aber wie gesagt, der Barmherzigste fällt mir jetzt hier auf Anhieb ein. Denn dieses sag unser Name, Alligator, was ja diese Lady Gaga Parodie ist und noch einige andere Tracks, die ich wirklich gefeiert habe. Deswegen ist für mich auf einem sehr hohen Level auf jeden Fall auch auf mega. Meisterwerk halte ich mir übrigens bewusst für ein Album frei. Das kommt dann auch. Ja, genau, du bist älter und denkst wohl, dass du klüger wirkst. Wie gut, dass du weißt, dass du, wie gut, dass ich weiß, dass du früher stirbst. Wenn dein nutzloses Wissen aus dem Schädel zieht, dann bin ich da und singe ein Lied. So ein geiles Album. Oder auch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Auch richtig krass. Was ist das hier? Ist das, die fremde Zunge ist daneben. Was ist denn das? Das sind die Nicht-Wecken-Singles. Nicht-Wecken fand ich strong, den habe ich oft gehört. Ein Flow in Nicht-Wecken hat mich sogar zu meinem ersten offiziellen Track inspiriert. Und zwar dieses, mir steht ein Elefant auf dem Fuß und da kann man nix tun. Ambulanzen, die rufe ich nicht an, denn das Tuten und Jammern stört nur den Gang der Natur. Dass er dann von diesem langsamen Flow plötzlich in diese Triolen reinwechselt. Das hatte ich dann auf Rappen in Gen ein bisschen adaptiert, aber leider komplett verhunzt. Ich wollte es schneller und cooler machen und im Endeffekt war es dann nur mumpfiger und langweiliger. Ja, nicht wecken fand ich nice. Ich mag die Trap-Version nicht so gerne, aber die Originalversion und die 90er-Version war es, glaube ich, die fand ich sehr strong deswegen. Fremde Zungen würde ich auf nicht gut packen. Nicht, weil er da als Gesangsleistung, also da eine schlechte Gesangsleistung gebracht hat. Aber ich bin ehrlich, hat mich nie gejuckt. So die Duality-Cover-Version fand ich ganz nice. Aber ein absichtlich schlecht aufgenommenes Coveralbum im Wald von Alligator zu Songs, die so auch nur teilweise Favorites von mir sind, ist einfach in einer Liste, wo es um die Messlatte von Alligator selbst geht, einfach zwangsweise für mich weit unten. Deswegen ist es halt leider so, wie es ist. Triebwerke. Das Album, was Alligator schlussendlich erst so richtig in den Hype und den Mainstream gefördert hat. Ich würde fast schon sagen, deswegen mag ich das Album nicht. Nee, Triebwerke ist stark. Triebwerke ist strong. Also, ich meine, da sind Dinger wie Willst du drauf, sein beliebtester Hit seit ever. Rabenväter, mega geiler Track, mega geil. Die Münchhausen-Trilogie fand ich auch cool da drauf. Generell, ich find's krass, dass das alles was mit Liebschaften zu tun hat und menschlichen Trieben. Jeder Track. Intro ist nice. Das Intro ist schon richtig nice. Das gibt mir richtig viel jedes Mal, wenn ich das höre. Und dieser Mann ist heute Abend hier. Dieses Blind vor Liebe, auch stark. Das Trauerfeierlied. Alter, das Trauerfeierlied ist da drauf. Wer weiß? Ja, Alter, na, okay. Es sind auch viele mainstreamige Dinger drauf, die ich tot gehört habe. Aber ich bin ehrlich, auch wenn es wahrscheinlich das mainstreamigste Alligator-Album ist, und weniger Ecken und Kanten hat als ein In Gottes Namen zum Beispiel, ich würde sagen, es ist ein Meisterwerk. Doch. Ja, doch. Also ich würde es erstmal auf Meisterwerk packen. Das ist schon echt ikonisch, das Ding. Ich werde es übrigens so machen, dass die Songs, die am nächsten an der Kategorie stehen, also die hier ganz vorne sind im Vergleich zu ganz hinten, das sind dann auch die besten für mich. Und in diesem Atemzug muss ich sagen, dass Musik ist keine Lösung, das mit Abstand beste Alligator-Album jemals für mich ist. Dieses Ding kam 2015 raus und hatte mich damals davon überzeugt, dass dieser Typ insane ist. Das Ding hat nur starke Songs. Das Ding hat nur Songs, die absolut crazy sind. Und als ich damals auf einem Konzert von ihm war und hatte da erst mit dem Rappen angefangen und so, hab das dann gehört und dachte mir damals wirklich so, Bruder, wie soll ich damals jemals rankommen als Künstler? Das ist so insane. Da war ich noch voll auf meinem Kollegafilm damals und so, und habe dadurch auch nochmal anderen Wortwitz, andere Sprache und so kennenlernen können. Es bezieht sich alles auf gesellschaftliche Themen. Auch ein Terrorangst von STRW5 könnte problemlos zum Beispiel auf diese Platte passen. Das Soundbild ist für mich unangefochten krass. Wie geht es nochmal? Schmeiß eine Flasche, denn du bleibst eine Flasche, denn der Geist aus der Flasche macht dich high wie ein Drache, aber unter den Wolken sind die streitenden Massen von allen guten Geistern verlassen. So ein starkes Ding, ey. Vor Gericht war der erste Track, den ich dazu gehört habe, und den fand ich vom Thema schon so fucking geil. Lass liegen. Unfassbar nice. Denk an die Kinder, überragend. Und Musik ist keine Lösung, ist auch in meiner Top 3 Alligator-Tracks. Also, Top 3 Alligator-Tracks wären für mich, oh, beziehungsweise Top 5 wäre auf Platz 1 für mich nicht adoptiert. Auf Platz 2 wäre, glaube ich, schon Musik ist keine Lösung. Auf Platz 3, muss ich mich korrigieren, wäre wahrscheinlich das Trauerfeierlied. Und auf Platz 4 wäre
wie zu Hause und auf Platz 5 wäre das Trauerfeierlied. Das wäre so meine Top 5 Alligator-Songs. Wer eine Birne isst, der würde auch ein Kind essen. Das war so geil, Alter. Das ist so stark von den Lines, wirklich. Um damit so die, um damit halt Populismus darzustellen. So stark. Und auch dieses, ihr habt lang drauf gewartet, das Comeback des Jahres. Geil. Der Dreiteiler Mama kannst du mich abholen, finde ich auch geil. Wobei ich sagen muss, STRW 5 hat den stärksten Dreiteiler. STRW 5 hatte ja die grüne Regenrinne, das ist mit Abstand der beste Alligator-Dreiteiler, der jemals existiert hat. Es wird für mich nie wieder ein Album geben wie Musik ist keine Lösung. Insanes Ding. Auch das bedeutet Krieg mit Morlock Dilemma auch so stark. Doktor spielen auch fucking heftig und Du bist schön. Auch krass. Krass. STRW 2. Habe ich leider auch nicht alles von gehört, aber jeder Song, den ich davon kenne, zum Beispiel der Sensor und der Sensor ist tot, ganz großes Kino, sind absolut ikonisch. Also ohne alles zu kennen, würde ich mit Fug und Recht behaupten, das ist ja auch sowas wie die Kunst des Bitens drauf und so und auch diese Freestyles, glaube ich. Ich würde mit Fug und Recht sagen, das ist so ikonisch und so krass, das kommt auf jeden Fall auf mega. Alles andere wäre, glaube ich, Blasphemie. Das Ding ist insane, müsste ich mehr hören. Wir können auch gerne mal eine Listening-Session machen irgendwann mal, aber das ist wirklich insaner Shit. Ja, und zum Schluss, das Alligator-Album, was ich gerade mit am liebsten und am meisten höre. Ganz im Ernst, vielleicht ist es dumm, vielleicht ist es doof, dass ich das mache, aber ich kann es nur auf den Standard heben, den es gerade für mich hat. Aktuell ist es für mich ganz oben mit dabei. Für mich ist es aktuell ganz oben mit dabei, so. Weil es ist sowas Neues, sowas Einzigartiges. Es läuft bei mir im Loop und ich find's die ganze Zeit geil. Es ist vielleicht ein bisschen weniger themenbezogen als ein, ja, als die anderen beiden in der Meisterwerkliste und in Sachen Thematik nicht ganz so rund wie Triebwerke und Musik ist keine Lösung. Aber was das Soundbild angeht und die Art, wie es Freiheit und Musikalität verbindet, in Kombination trotzdem mit dem Alligator-Stil und wie es auf neuem Boden wächst, hat man das so noch nicht gesehen. Und ist so einzigartig und vielseitig und vielleicht für Metal-Fans ein bisschen unterwältigend und für Rap-Fans ein bisschen zu anders, aber für mich genau das Richtige und deswegen für mich ganz weit oben mit dabei. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal ein bisschen sortieren. Ohne das hier ganz gehört zu haben, würde ich das alles erstmal so hinstellen und sagen, dass das für mich eine super Reihenfolge ist. Hier bei Strong würde ich sagen, ist Rotz und Wasser ein wenig stärker für mich als STRW 3. Da werden mir viele widersprechen, aber ich finde insgesamt vom Soundbild und wie Alligator ausgereift ist, versteht mich nicht falsch, da sind so geile Dinger drauf, ne? Ist auch eine Listening-Session wert, 100% und ist Core alter Alligator, wie man ihn liebt. Und trotzdem ist Rotz und Wasser zumindest aktuell für mich noch ein Stück weiter oben. Vielleicht kann man es verstehen. Wobei auch das nochmal variieren könnte. Dann haben wir halt bei Basic STRW 1, das ist für manche wahrscheinlich Kult und die würden mich schlachten. Und Attentat wäre für die bestimmt auch bei Mega oder so oben drauf. Aber das ist meine Liste. So steht sie erstmal. Und ich würde sagen, ich bin damit eigentlich relativ zufrieden. Das war es so zu dem Thema für meine Liste. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch auf YouTube. Ich hoffe, ihr fandet das ganz nice. Falls euch gefallen hat, schaut doch gerne mal in meiner Beschreibung vorbei. Da ist ein Link zu Twitch. Und dann können wir uns in Zukunft auch mehr zusammen geben. Da hättet ihr auch eure Meinung dazu preisgeben können und mich vielleicht ein bisschen breitschlagen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.